Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen, und willkommen zurück zu WoW Warlords of Draenor. So, wir sollen Bäume markieren, 6 Stück, und dann die Frostfeuer-Gronlinge. Alles klar. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, das kommt natürlich super. War hier nicht eben nur einer? Ja, da. Also diese Viecher hier sind als Priester ziemlich ätzend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wie viel muss ich davon? 8 Stück? Gefällt mir ja gar nicht, ne? Ist gut. Ist gut. Das kann ich. Alles klar. Ich habe kein Ziel. Das noch nicht tun. Noch 5 Stück davon. Ich meine, 6 hätten es doch auch getan. Oder 2, 3 von den Riesenviechern hier. Mit jeder anderen Klasse ist das ja auch nicht unbedingt das Problem. Nur der Priester ist natürlich im Nahkampf jetzt nicht wirklich gut geeignet. Aber wir werden das schon hinkriegen. Da bin ich ganz optimistisch. Der Zauber ist noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist nicht bereit.
wenn wir das nämlich gleich geschafft haben, dann haben wir auch endlich unsere Garnison. Weil dafür machen wir ja die Spielchen hier. Habe ich den umgelegt auf Voodoo. So, das ist jetzt der letzte. Oh ne, ohne gleich zwei Stück. Aber jetzt kann ich ihn wirken. Oh, endlich. Endlich. Och Mensch, jetzt habe ich gedacht, das wär's. Jetzt muss ich auch noch so ein Boss-Viech da umlegen. Ja, ist klar. So, da steht er. Der Obermufti. Ach du Scheiße, das ist doch noch ein 90er Elite. Den krieg ich doch nie alleine platt. Ja, ich könnte Hilfe gebrauchen, allerdings. Das siehst du ganz richtig, Thrall. Hallo? Hm.
Ah, Gott sei Dank. Weil das war's dann jetzt. Jetzt brauchen wir noch abgeben und dann haben wir unsere Garnison. Arbeitstrupp steht bereit. Jawoll, benutzt den Meistervermesser, um den Bau eurer Garnison zu verfolgen. Dann gucken wir mal durch den Meistervermesser, aber nicht da lang. Bitte nicht. Eure Heldentaten geben euch das Recht auf dieses Stück Frostwolfland. Von hier aus werdet ihr die Horde zum Sieg führen, Kommandant. Ja, entdeckt Berlos Außenposten, verfolgt über den Meistervermesser den Bau eurer Garnison. So, und dann reiten wir mal rein in unsere Garnison, nicht? So. Holen wir uns erstmal den Flugpunkt. Wo kann ich helfen? Goblinisches Präzisionsdesign. Erste Sage. So, und wie es dann weitergeht beim Aufbau unserer Garnison und den weiteren Abenteuern. Das sehen wir dann in einer der nächsten Folgen von WoW Warlords of Draenor. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bye bye.